Herr Krischer, das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Nüsslein, wie nötig die Debatte war, das hat vor allen Dingen Ihr Wortbeitrag gezeigt. Der hat deutlich gemacht, dass Sie noch längst nicht da angekommen sind, wo viele andere schon lange sind und manche hingekommen sind, dass diese Frage noch lange nicht geklärt ist. Und wenn ich bei den Äußerungen, die der Kollege Miersch hier gerade gemacht hat, wo ich vor 3 Jahren gedacht habe, wir haben hier einen Konsens in diesem Parlament, wir haben einen Konsens in diesem Parlament, was die Atomkraft angeht, und wo er Sachen sagt, wo ich gedacht habe, niemand kann sich dem eigentlich verweigern, mir Ihren minimalen bis nicht vorhandenen Beifall angeguckt haben, dann zeigt das für mich ganz deutlich, wie notwendig diese Debatte ist. Und meine Damen und Herren, ich habe ja eben im Wirtschaftsausschuss gehört, der Parlamentsnovize Ramsauer, der hat da jetzt mal so eine Äußerung gemacht. Der hat sich mal geäußert und ja, und das war jetzt irgendwie alles nicht so gemeint. Herr Dr. Ramsauer, bei Ihrer Biografie, Bundesminister, ich weiß nicht, 6 Legislaturperioden, wenn man solche Sätze in einem Spiegel-Interview sagt, dann sagt man die ganz bewusst, um eine Debatte anzustoßen, um eine Debatte loszutreten. Und Sie selber haben ja eben angedeutet, wie die Debatte bei Ihnen intern läuft, wie das läuft, dass das tatsächlich eine Frage ist, die im Raume steht. Und deshalb ist es auch notwendig, dass wir hier darüber diskutieren und das auch klar benennen. Und das, was ich besonders zynisch finde, dass Sie den Eindruck erwecken und den Menschen, die das lesen, die diese Botschaft aufnehmen, das Bild erwecken, dass Atomkraft billig sei, dass Atomkraft dazu führt, dass Strompreise sinken. Sie alle hier in diesem Hause wissen ganz genau, das exakte Gegenteil ist der Fall. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Die Kosten der Atomkraft sind die höchsten im Vergleich zu allen anderen Energieerzeugungen. Und das muss hier auch noch mal klar und deutlich gesagt sein, damit solche Äußerungen wie die Ihre nicht stehen bleiben, meine Damen und Herren. Und das ist nicht mal so, der Kollege Miersch hat das beschrieben, wenn man die Kosten anguckt, die für spätere Generationen anfallen, das wäre, was wir Kindern und unseren Enkeln dahinterlassen. Das ist ja alles noch gar nicht mal mit eingerechnet. Ich sage Ihnen, in meinem Wahlkreis steht ein Forschungsreaktor, AVR Jülich, 18 Megawatt, das sind irgendwie 5 Windkraftanlagen, dessen Rückbau hat bis heute 700 Millionen Euro gekostet. Und niemand zweifelt mehr daran, dass er 1 Milliarde kosten wird am Ende. Und da ist eine Endlagerung nicht mit eingerechnet, da ist nichts mit eingerechnet. Und dann, wie man sich dann heute hinstellen kann und den Eindruck erwecken kann, Atomkraft sei eine Energieform, die das Ganze billig machen würde, das ist absurd. Und die Beispiele, die kann man weiter deklinieren. Asse, nur ein Beispiel von vielen. Ich will Ihnen die Zahlen nicht nennen. Milliardenkosten, die da auf uns zukommen. Vieles andere mehr. Und dann das Beispiel aufzumachen und sagen, Atomkraft macht es billig. Der Unterschied ist nur, und das ist das, was möglicherweise das Problem ist, die Kosten der Erneuerbaren, die stehen auf der Stromrechnung. Das, was Sie und vorherige Politikergenerationen verantwortet haben mit der Atomkraft. Das steht nicht auf der Stromrechnung, das bezahlen wir alle über unsere Steuern, das wird woanders finanziert, das ist nicht transparent und die Kosten sind deutlich höher als alle gesamten Kosten der Energiewende. Und ich sage Ihnen eines, das ist ja auch ein bisschen eine bayerische Debatte, die wir da führen. Herr Dr. Ramsauer kommt aus Bayern und das, was wir aus Bayern in den letzten Wochen gehört haben, da kann ich nur sagen, das ist energiepolitischer Irrsinn. Das ist energiepolitischer Irrsinn. Und wenn hier gesagt wird, die Förderung der Erneuerbaren führt zur Deindustrialisierung Deutschlands, ich halte das für einen völlig blödsinnigen und fahrlässigen Satz, der nur die Energiewende schlecht wird. Aber wenn das gesagt wird, dann antworte ich Ihnen, eine Gefahr für die Deindustrialisierung Deutschlands, die personifizierte Deindustrialisierung, das ist Herr Seehofer, das ist die Politik, die da gemacht wird.
Weil ich sage Ihnen, ja, gucken Sie sich das auch mal an, was die Kommunalwahl an der Stelle da gezeigt hat. Das, was Sie machen, ist das Gegenteil von Verlässlichkeit. Da gilt mittags schon nicht mehr das, was vormittags energiepolitischer Grundsatz war. Und es führt dazu, wer keine Erneuerbaren im eigenen Land will, wer die Stromtrassen ablehnt, der landet am Ende bei Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Und Herr Dr. Ramsauer, da werden Ihre Worte dann zur self-fulfilling prophecy. Genau das ist das, die Politik, die im Freistaat von der CSU betrieben wird. Und dem reden Sie letztendlich das Wort. Und meine Damen und Herren, ein Punkt, gerade im Zuge der aktuellen außenpolitischen Debatte, auch wenn es um Unabhängigkeit, Energiesicherheit geht, dann kann die Antwort eigentlich nur eine sein. Wir müssen auf Erneuerbare setzen, wir müssen auf Energieeffizienz setzen, statt auf Risikotechnologien, die uns von den Despoten dieser Welt abhängig machen. Wir wollen Erneuerbare und Effizienz. Das ist die Antwort für Energiesicherheit, das ist die Antwort für die Zukunft, das ist die Verantwortung für einen Industriestandort Deutschland und nicht der Rückgriff auf angeblich billige Atomkraft. Ich danke Ihnen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Steffen Kahn.